Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Silent Hill 2 Remake. Wie ich gerade an der Karte feststellen kann, kann man hier noch gar nicht nach oben, ne? Doch, kann man. Ach Gott, okay. Es eröffnet uns natürlich noch viel mehr Möglichkeiten jetzt, wie es hier weitergeht. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir hier unten fertig, weil hier haben wir ja sowieso nicht mehr so viel. 103 geht gar nicht auf. Wir haben im letzten Part bei 106 aufgehört, wo noch der Balkon uns offen steht. Naja, das. Ich erinnere mich. Kann man so vielleicht in 103 reinkommen? Ja, yep. Ja, das kann man. Da kann man doch ein Loch kriechen, aber was bringt das? Das ist total useless. Weiß aber nicht unbedingt, ob das so eine gute Idee für ein Hotel wäre, wenn man zwar die Türen abschließen könnte, aber halt trotzdem hier immer noch Türen sind, die dann zum Beispiel zueinander führen, die nicht mal scheinbar ein Schloss haben. Was ist der Sinn von dem einen Schloss? Was bringt es eigentlich, hier durchzugehen? Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Aber hier scheint nichts zu sein. Ah, doch, es geht da unten noch weiter. Da gibt es noch zwei Räume. Na, dann müssen wir halt in den zweiten Stock, weil unten im Keller ging es ja auch nicht weiter. Hier kommt man einmal wieder raus. Schlüssel zum Morgenrotflügel. Der Hedera Helix hat irgendeine Krankheit. Haltet ihn vom Rest der Pflanzen fern, sonst gehen sie alle ein. Aha. Jetzt haben wir hier irgend so ein Key. Ich meine, es gibt hier unten eine Vermutung, und zwar hier gibt es ja noch eine verschlossene Tür bei der Rezeption. Halt die Frage, ob es da lang geht. Und wenn nicht, muss das irgendwo oben verwendet werden, weil alle anderen Türen sind hier ja komplett verbarrikadiert. Das ist halt die einzige Tür, die man noch aufschließen kann. Aber von der anderen Seite muss man sie öffnen. Na dann, müssen wir nur nach oben. Ja, ich liebe es immer noch, dass wir das Röntgenbild immer noch drin haben, weil ich das nicht für das Puzzle benutzt habe. Weil ich da geschummelt habe. Ja, egal. Aha, okay. Oh, nee. Ernsthaft? Staff only, darf ich nicht rein. Tja. Doof für euch, ne? Hier können wir eine Tür aufschließen. Wohin kommen wir denn jetzt? Wir sollen in dieses Zimmer. Mein Gott! Boah.
Das ist doch ein realer Dings. Krankenakte Patient MSS. Ich weiß, wer das ist. Mir fällt nur gerade der zweite Name nicht ein. Aber es ist Mary. Mary irgendwas Sunderland. Ich weiß gerade nicht, was der zweite Name ist. Aber es handelt sich um Mary in dem Falle. Wo bin ich jetzt? Achso, ich bin einfach jetzt bei einem anderen Dings rausgekommen. Okay. Ja, hier mal auch sehr viel zu erkunden, ne? Ja, nach oben würde ich es eigentlich noch nicht gehen. Ja, hier wollen wir rein. Stalwart to the end. Das ist ein Key-Item. Okay. The One Who Sought. Alice Burroughs hat das geschrieben. Revelations, a New Understanding. Ach Gott. Wir haben vor allem nicht mal vier Bücher, wir haben drei. Oh Gott, ich kann nicht mal zählen. Was ist eigentlich das hier? Ja, schönes Bild. Hoffentlich passiert mir das. Ne, uns fehlt immer noch ein Buch. Außerdem weiß ich nicht mal, in was für eine Reihenfolge ich die platzieren soll. Das ist jetzt gar nicht gesagt. Ja, Bücherregal. Ach, hier liegt das vierte Buch. Pride Before the Fall. Hochmut kommt vor dem Fall, ja. Hey, ich habe aber doch keine Ahnung, wie ich die platzieren soll. Keine Ahnung. Naja, vielleicht bekommen wir das Rätselslösung ja wann anders. Ich bin schon wieder zurückgelaufen, das ist nicht so ganz geil. Ich meine, da muss ja irgendeine Lösung sein und im Zimmer war ja nichts. 107. Blumenlieferung Silent Hill, die perfekten Blumen für den perfekten Anlass. Unsere Besteller Lillian. Warum war das so schwer auszusprechen? Chrysanthemen, ich kann mich nicht mit Blumen aus, tut mir leid. Gardinien, ja, bla bla bla. 20% auf Hochzeitsträuße, rufen Sie uns an. 1207. Ist das ein Code? Da weint jemand. Kann man dir irgendwie helfen? Wie viel Tür ist das? 209. Ja. Das war mir halt so klar, ne? Aua! Drecksack. Wir haben den Schlüssel zu 202.
Warum geht die Tür auf, wo die Geräusche herkommen? Hatte ich gerade irgendwas an der Decke? Der fliegt übrigens. Oh mein Gott! Ich werde voll fertig gemacht. Finde ich nicht gut. Natürlich besiegt er jetzt den anderen an. Willst du mich verarschen? Der eine war doch fast dead. Boah. Mein... Was hat mich angegriffen? Ah, ich bin in die Säure gedappt. Wer ist hier? Was, er lebt noch? Bonk. Sehr gut, die brauche ich tatsächlich ziemlich dringend. Die hat mich echt fertig gemacht. Die dicke Sau. Und jetzt 202. Oh Gott. Hä? Also müssen wir einfach die Scheiben hier reinmachen oder was? Fehlt vor allem ein Glas. Wir können das Rätsel sowieso noch nicht machen. Fällt mir gerade auf. Oh. Na dann. Können wir es wohl jetzt machen. Naja, das ist ja ein Rätsel, das sollte ich auch schaffen. Das ist halt Try and Error. Hä? Was muss hier drauf? Ich kann mich löschen gehen, wenn ich das nicht schaffe. Ja, guck, das war doch schon mal eins. Machen das ganz gut.
So. Ja, das habe ich noch nicht. Wir haben den Spiegel schon mal fertig. Große Frage ist halt, warum konnte man in dieses Zimmer? Hier war einfach nichts drin. Woher kommst du denn? Hier geht's ja auch nicht rein. Ja. Wer wird denn die Tür markiert? Ja gut, hier ist wahrscheinlich einer, aber die ist zu. Oh mein Gott! Holy shit, Mann. Warum geht's hier nicht hoch? Oh. Ich glaube, ich habe erkannt, warum. Ah, jetzt. Diese Bücherkacke regt mich halt auf. Das müssen wir doch lösen. Das ist doch einfach nur random, oder? Ist doch einfach nur random eigentlich. Ja, es ist literally einfach nur random. Oder ich verstehe nur einfach die Dings nicht. Was soll eigentlich bitte dieses Bild dann eigentlich helfen? Oh mein Gott! Gott, das ist es ja einfach. Guck, hier sind die vier. Ich bin dumm wie Scheiße. Aber ich hab's gelöst. Durch Randomness. Aber das ist wahrscheinlich die Lösung für das Bild. Eine random-ass Tür. Oh. Ich habe mich noch gar nicht auf der anderen Seite rumgeguckt, ne? Ja, hier ist nichts. Und da kann man sogar nach oben.
Die laggt einfach. What the fuck? Sie hat einfach angetäuscht, dass sie angreift. Mal gerade gucken. Das ist nicht mal ein Dings. Foto 3. Irgendeins hat doch 217 angezeigt, ne? Was bedeuten diese Fotos? Ja, diesmal von hinten, du dummes Stück Dreck. Der Screen ist so am Ausflippen. Das war auch die Ballerina-Figur, die man auf diese Musikbox gestellt hat. In welchem Zimmer bin ich eigentlich? 212. Ja, und hier ist ja schon die Hälfte abgesperrt. 214 kommt man nicht. Ja, noch einen großen Roadblock wirft das Spiel ein. Ja, und hier geht's auch nicht lang. Da bin ich ja vorher reingegangen, ich Vogelscheiße. Leute, wir haben nochmal einen Schlüssel. 312. Wann habe ich den denn aufgesammelt? Conference Room. Oh mein Gott, bin ich dumm. Das ist der Zimmer. Das ist der Schlüssel zu unserem Zimmer. Das hat man ganz am Anfang aufgesammelt. An die Reinigungskraft kannst du auf dem Weg zum Konferenzraum auch gleich in Zimmer 107 vorbeischauen. Ich lasse den Schlüssel da. Einer der Gäste hat da eine ziemliche Sauerei angerichtet. Okay, gut, Leute, ich sage euch im nächsten Mal wieder bei Silent Hill 2. Bis dann und ciao.